Ja, herzlich willkommen. Guten Morgen zusammen. Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Wir wollen Ihnen heute Morgen mal was erzählen von unserem Bench-Learning-Projekt internes Community-Management, das wir seit Anfang des Jahres gemacht haben. Wie man hier schon sehen kann, waren da einige Firmen mit dabei. Audi, Robert Bosch GmbH, Continental, Deutsche Post DHL, das kommt der Vieh her, Henkel, die Deutsche Telekom, Siemens Healthcare und Volkswagen. Wie gesagt, wie gerade schon angedeutet wurde, wir haben das schon mal gemacht. Wir haben das 2012, jetzt habe ich hier vorne die Exemplare, 2012 haben wir das zu einem ähnlichen Thema gemacht, damals zum Thema soziales Intranet, also ähnlich aufgestellt von der Thematik und haben gesagt, dieses Jahr müssen wir da nochmal tiefer reingehen und uns das explizit das Thema internes Community Management da nochmal genauer angucken. Genau, und da würden wir da Ihnen gern etwas mehr drüber erzählen. Und wir sind Katharina. Genau, von der Robert Bosch GmbH aus Stuttgart. Ich arbeite für den Geschäftsbereich Dieselsysteme in Stuttgart-Feuerbach und bin dort Teil der Initiative Digitale Transformation und bin hauptverantwortlich für community-basierte Zusammenarbeit und für Working Out Loud. Mein Name ist Fee, bin in der internen Kommunikation bei der Deutschen Post DHL, auch in der Zentrale in Bonn. Bei uns liegt das Thema unter anderem Community Management als auch Change Communications, also alles, was tatsächlich mit Change zu tun hat, was für viele quasi alles ist, liegt dann im Prinzip bei uns, gerade auch, wenn es natürlich um digitale Medien geht. Insofern ist Community Management für uns ein sehr spannendes Thema und bin sehr, sehr froh, hier zu sein. Genau, ich bin Benedikt Scherer, ich bin der Kollege vom Simon, Firma Cogneon und bin da in den Themenfeldern soziales Intranet, internes Community Management und interne Kommunikation unterwegs und mache in dem Themenfeld auch die internen Seminare und Schulungen zum Thema internes Community Management bei Audi. Genau, der Vortrag ist eigentlich dreigegliedert. Ich würde Ihnen mal kurz eine Übersicht geben über das Projekt. Also, was ist eigentlich Bench Learning als Begrifflichkeit und wie unterscheidet sich das von klassischem Benchmarking? Was waren die Schwerpunktthemen? Also, was haben wir uns dediziert im Projektverlauf als Schwerpunktthemen angeschaut? Dann, wie sah der Zeitverlauf aus des Projekts? Und dann geben wir mal eine Übersicht, was wir an Arbeitsergebnissen, an Ergebnissen sozusagen des Projekts erarbeitet haben. Genau, dann wird die Katharina einen Einblick oder eine Perspektive mal aus Bosch geben, was sie für sich mitgenommen hat. Und der Vieh wird auch nochmal das Thema Benchlearning nochmal aus seiner Perspektive ein bisschen näher betrachten. Genau, fangen wir an mit dem ersten Thema Benchmarking versus Benchlearning. Während Benchmarking eher auf Daten-Fakten-Vergleich basiert und man sich an den Besten misst, ist es so, dass wir bei dem Bench-Learning-Projekt gesagt haben, das machen wir zwar auch, wir haben Umfragen gemacht, um da auch Zahlenwerte erhoben, aber der Fokus lag ganz klar auf dem Bench-Learning-Aspekt, also dem Voneinander-Lernen. So dass man nicht das Rad neu erfinden muss, denn man kann nicht nur von den Besten was lernen, sondern durchaus auch von anderen, die in gewissen Themen nicht so weit sind und kann sich eigentlich von allen etwas abschauen. Genau, dahingehend unterscheidet sich Benchmarking von Benchlearning, dass es wie gesagt eher um das Voneinanderlernen geht. Der zweite Aspekt, in dem es sich unterscheidet, ist, dass es langfristig orientiert ist, also nicht punktuell, dass man zusammenkommt, eine Umfrage erhebt und guckt, wo rangieren wir uns jetzt ein im Vergleich zu den Wettbewerbern oder zu anderen Firmen, sondern wir haben das langfristig aufgesetzt über einen Zeitraum von 10 Monaten, also von Januar bis Oktober. Wie die genaue Zeitschiene da war, das zeige ich gleich. Und so viel vorab, wir werden das wahrscheinlich auch nächstes Jahr fortführen in dieser Konstellation, weil wir gemerkt haben, in diesem Kreis, wo die Teilnehmer ein gewisses Vertrauen aufgebaut haben, ist es sehr gut und sehr einfach, sich auch tiefgründig auszutauschen. Während es bei einem punktuellen Kennenlernen, glaube ich, da begrenzt ist, was man da machen kann.
Genau, und der dritte Punkt ist, wo sich unterscheidet, ist es nicht nur eine Status-Quo-Erhebung, also man guckt, wo stehen wir gerade, sondern wir haben bei den Feldbesuchen, also bei den Treffen, haben wir durchaus auch gemeinsam Inhalte erarbeitet, also gemeinsam Best Practices und gemeinsame neue Themen angestoßen als Gemeinschafts-, sozusagen Subprojekt. Genau, bei dem ersten Besuch, bei dem Kickoff, das war im Januar bei Audi. Da haben wir neben der Vorstellung und dem ersten Kennenlernen der Teilnehmer haben wir eine Themenidentifikation gemacht und geguckt, über welche konkreten Themen wollen wir uns eigentlich austauschen. Weil internes Community Management muss man ein bisschen runterdampfen, damit man auch wirklich in eine gewisse Tiefe gehen kann. Und sind zu drei Schwerpunktthemen gekommen. Community-Ansatz, da geht es eher darum, was ist das Verständnis eines Community-Managers, was heißt Community-Management internes für die unterschiedlichen teilnehmenden Firmen, was wird unter der Rolle des Community-Managers verstanden, wie professionalisiert und wie fortgeschritten wird die auch empfunden. Das zweite Thema dann Community-Kennzahlen und Erfolgsmessung, also was kann ich machen, um den Wertbeitrag von einzelnen Communities zu messen. Und das dritte Thema schließlich Change Management und kultureller Wandel. Da haben wir uns angeguckt, wie bringe ich dieses Thema eigentlich jetzt in die Organisation? Wenn ich sage, wir haben einen gewissen Ansatz, wir verstehen Communities, diese Sachen darunter, diese Use Cases wollen wir in die Breite bringen, aber wie kann ich das jetzt sozusagen in die Breite bringen und Leute dafür begeistern, selbst Communities zu gründen? Das waren diese drei Schwerpunktthemen, die wir dann in den folgenden Terminen, zeige ich jetzt in der Zeitschiene, dann genauer adressiert haben. Wie gesagt, angefangen haben wir mit dem Kickoff bei Audi im Januar und dann gefolgt von drei Feldbesuchen bei Bosch im April, dann bei Volkswagen im Juni und bei der Deutschen Post und DHL Group und der Deutschen Telekom im September, wo wir uns genau diese drei Schwerpunktthemen genauer angeguckt haben, während dieser drei Feldbesuche. Also bei dem ersten Feldbesuch, zweiter, dritter, da haben wir uns dediziert dann diese Schwerpunktthemen genauer angeschaut. Und vor ein paar Wochen haben wir dann den Abschluss gehabt bei uns bei Cogneon in Nürnberg, wo wir dann einen Gastvortrag hatten, nochmal zu dem Thema Erfolgsmessung, wo wir die NoTech-Präsentation besprochen haben, den Benchlearning-Bericht, den es gibt, gehe ich später drauf ein und natürlich auch besprochen haben, wie es jetzt weitergeht. Weil wir haben das als Projekt definiert, einen abgeschlossenen Zeitraum. Genau. Was es noch gab, sozusagen als Spin-off zu dem eigentlichen Projekt, was eigentlich nicht Bestandteil des Projekts an sich war, sondern was wir so rausgefasst haben und auch mit anderen Partnern, also nicht nur mit den Teilnehmern des Benchlearning-Projekts, sondern das auch geöffnet haben. Da war zum Beispiel dann neben einigen Teilnehmern des Benchlearning-Projekts auch Schaeffler und die Deutsche Bank dabei. Haben wir auch einen Hackathon, wie wir gerade schon gehört haben, gemacht. Und dort ging es um die Erstellung eines Community-Manager-Playbooks. Denn in dem Benchlearning-Projekt haben wir uns hauptsächlich sozusagen an das Thema genähert aus der Perspektive von zentralen Verantwortlichkeiten, um zu gucken, wie bringe ich das in die Organisation. Haben aber gemerkt, dass wir eigentlich den Fokus auf einzelne Community Manager, also was können wir denen bieten, da nicht so viel Zeit mehr einfach hatten. Und da haben wir gesagt, da machen wir einen Hackathon, da haben wir uns bei uns in Nürnberg auch zwei Tage getroffen, physisch, und haben an einer ersten Version eines Playbooks, also eine Art Hilfestellung für einzelne Community Manager gearbeitet. Da gab es, glaube ich, auch Club Mate. Genau. Genau, hier sieht man noch ein paar Impressionen von dem Benchlearning, von den unterschiedlichen Terminen. Genau, also wie ich gerade schon erwähnt hatte, die Feldbesuche waren entlang dieser drei Schwerpunktthemen aufgebaut. Vormittags haben wir uns angeguckt, was gibt es aktuell für die Entwicklung bei den Teilnehmern, also ganz in einer offenen Diskussionsrunde, was macht ihr gerade bei Bosch, was sind die letzten Entwicklungen. Haben uns dann auf der Basis von einer Umfrage, die wir virtuell vorab gemacht haben, zeige ich gleich, und einer Literaturrecherche entlang der drei Schwerpunktthemen, haben wir dann diese Inhalte dann vertieft. Und am Nachmittag
haben wir dann auf Basis der Diskussion und der Vertiefung der Umfrage und der Literaturergebnisse dann am Nachmittag sogenannte Arbeitssessions gehabt, wo wir gemeinsam Inhalte erstellt haben und Inhalte erarbeitet haben. Genau, das sieht man hier jetzt. Wie gesagt, zu den drei Schwerpunktthemen hatten wir vorab, jeweils vor den Feldbesuchen, eine Literaturrecherche, also Literaturrecherche zu Community-Ansatz. Da ging es in erster Linie darum, sich Fallbeispiele anzugucken, also wo stehen andere Unternehmen da. Das zweite Schwerpunktthema dann Erfolgsmessung, da ging es eher in die Richtung Studien. Und beim Thema Change Management ging es auch eher in Studien, also da der Klassiker jetzt Kotter mit dem Dual Operating System. Da haben wir uns wirklich dann auch die Fachliteratur angeguckt und jetzt nicht nur den Fokus auf internes Community Management gelegt. Genau, und das war diese Umfrage und Literaturrecherche waren dann sozusagen der Input für die Feldbesuche. Und während der gesamten Laufzeit haben wir Dokumente gesammelt oder zusammengetragen, die die Teilnehmer im Kreis der Teilnehmer auch nur untereinander geteilt haben. Genau. Hier sieht man mal eine Übersicht, was wir eigentlich alles sozusagen in der Dokumentenbibliothek, sieht man hier, den Teilnehmern zur Verfügung gestellt haben. Also die Teilnehmerdokumente, die Ergebnisse der Literaturrecherche, Arbeitsergebnisse der Nachmittagssessions, Umfrageergebnisse, Terminpräsentation und den sogenannten Benchlearning-Bericht. Der ist öffentlich und ich würde jetzt mal ganz kurz noch eine Übersicht einzelner Elemente geben, also mal einen kurzen Einblick, insbesondere zum Thema Literaturrecherche, Arbeitsergebnisse und Umfrageergebnisse. Genau, hier sieht man mal einen Auszug, das ist nicht alles, was wir uns angeschaut haben, nicht überall bis in die letzte Tiefe, aber wir haben erstmal gesammelt und ein Body of Knowledge oder ein Body of Studies erstellt zu dem Thema, also zu den drei Schwerpunktthemen Community-Ansatz, Erfolgsmessung und Change Management. Das sieht man jetzt hier, sind einige Bücher dabei, wie zum Beispiel das Thema Collaboration von Morten Hansen, was ganz interessant ist. Dann Studien, Harvard Business Review, da insbesondere im Bereich Change Management, weil das ist halt so ein übergreifendes Thema, was etabliert ist, da insbesondere solche Sachen von Kotter, aber auch ein interessanter Artikel von Chialdini zum Thema Überzeugung, wie überzeuge ich Mitarbeiter eigentlich, gewisse Sachen zu machen. Der kam, glaube ich, aus der Psychologie-Ecke eher. Dann aber auch Fallbeispiele von anderen Firmen, also Siemens C4C, der Lothar Becker, der war hier, glaube ich, auch vor einigen Jahren und hat das Community-Konzept vorgestellt. Und auch ein paar eher wissenschaftliche angehauchtere Beiträge, zum Beispiel ein Paper von dem Alex Richter zum Thema Erfolgsmessung. Die haben da ein interessantes Framework aufgestellt. Wer da ins Detail gehen will, will ich vielleicht an der Stelle schon erwähnen, gibt es, wie gesagt, diesen Benchlearning-Bericht. Das ist das öffentliche Artefakt neben der NoTech-Präsentation und der ist auf SlideShare verfügbar. Und ganz hinten, also neben dem Auszug über Zusammenfassung von einzelnen Literaturaspekten, ist ganz am Ende auch eine Übersicht der gesamten Literaturliste. Also da kann man mal reingucken, vielleicht für die eine oder andere Quelle ganz interessant. Genau, dann noch kurz ausgewählte Umfrageergebnisse. Hier das Beispiel Umfrageergebnis zum Thema Erfolgsmessung. Da war eine Umfrage, zielte darauf ab, welche Methoden werden eigentlich bei den teilnehmenden Firmen zur Erfolgsmessung eingesetzt. Sieht man 40% in etwa Systemstatistiken der Tools. Klar, also das, was die Tools einem bieten, das wird auch genutzt. Erfolgsgeschichten, ganz wichtig, so qualitativ konkret an Beispielen, ganz plakativ zeigen, was bringt das eigentlich? Ganz punktuellen Beispielen, weil das ist am glaubwürdigsten, am authentischsten und am überzeugendsten, um dort die Mehrwerte darzulegen. Fragebögen war auch so ein Thema. Unter Weiteres waren die Themen Analyse durch Experten. Also es gab Firmen, wo die gesagt haben, ja, wir haben Experten zu einem Fachgebiet und die gucken sich mal die Community, die entsprechende Community zu dem Fachthema an und gucken, inwieweit das hilfreich ist.
oder die Organisation nach vorne bringt. Und das zweite ist der sogenannte Net Promoter Score. Das ist einfach eine Kennzahl. Wie oder würden Sie dieses Tool jemandem oder die Nutzung jemandem weiterempfehlen? Und dann kriegt man so einen Index, eine Kennzahl. Und die man dann halt nicht punktuell nur betrachtet, da ist sie wenig aussagekräftig, aber im Zeitverlauf kann man dann halt gucken, wie die, wie die Resonanz der Belegschaft zu dem Thema ist und wie das aufgenommen wird. Ein interessantes Aspekt war auch, das war allerdings bei den Teilnehmern nicht vertreten als Methode, das Thema Netzwerkanalyse, dass man die Vernetzungsdichte von Abteilungen untereinander oder von Geschäftsgebieten oder von internationalen Standorten visualisieren kann und wie sich diese Vernetzungsdichte im Zeitverlauf ändert. Da ist auch in der Literatur ein Paper zu dem Thema. Genau, was haben wir eigentlich bei den Arbeitssessions am Nachmittag erarbeitet? Da gebe ich jetzt nur mal so eine Übersicht. Wer da mehr wissen will, wie gesagt, die erste Quelle ist da der Benchlearning-Bericht. Zu dem Thema Community-Ansatz, Anforderungen an einen Community-Manager, Aufgaben eines Community-Managers, also alles, was auf die Rolle des Community-Managers münzt und gegebenenfalls auf eine Stellenbeschreibung, dann Betreuungs- und Motivationsangebote einer zentralen Stelle für Community-Manager, also was muss ich eigentlich als zentraler Verantwortlicher für das Thema eigentlich den Community-Managern an Hilfeleistungen bieten. Dann haben wir dort ein Inhaltsverzeichnis für das Community Manager Playbook erstellt, auf Basis dessen wir dann im Hackathon dann die weiteren Inhalte aufgebaut haben. Wir haben eine Vorlage für Erfassung von Erfolgsgeschichten erstellt. Wir haben die Top-10-Kennzahlen oder die Top-Kennzahlen ermittelt und eine Zielgruppen- und Motivationsmatrix. Das im Bereich Change Management. Also welche Zielgruppen will ich eigentlich dieses Thema näher bringen und mit welchen Botschaften? Denn gewisse Botschaften macht es nicht keinen Sinn, an gewisse Zielgruppen zu richten, sondern das muss ich dann fokussiert machen. Und da haben wir so eine Matrix erstellt. Genau, hier mal kurz noch ein Beispiel, bevor ich dann an die Katharina schnell übergebe. Zum Thema Kennzahlen, also da hatten wir mal so ein klassisches Beispiel, wo wir eigentlich virtuelle Kollaboration mit physischer kombiniert haben. Und zwar haben wir physisch angefangen bei dem Feldbesuch erstmal eine Liste zu erstellen, was bieten die Tools eigentlich, welche Systemstatistiken, und dann haben dann im Nachgang virtuell das noch und dann nochmal eine Priorisierung gemacht. Genau, damit wäre ich jetzt fertig mit dem Überblick und würde jetzt übergeben an die Katha. Ja, genau. Danke für die Einladung. Ich wurde gebeten, mal aus unserer Perspektive, brauche ich gar nicht, aus unserer Perspektive was zu dem Thema Benchlearning zu erzählen. Als wir das Thema gehört haben, dass die Cognion überlegt, das nochmal zu machen, nicht basierend auf Social Intranet, sondern wirklich fokussiert auf das Thema Community Management, haben wir uns eigentlich sehr, sehr schnell entschieden, hier dabei zu sein. Sie sehen hier meine Kollegen, das ist Jürgen Eppmeier, der kommt aus der Zentrale, ist dort verantwortlich für das Thema Wissensmanagement. Und mein Kollege Oliver Juncker, der sitzt in der zentralen IT und ist dort zuständig unter anderem für User Experience und für Next Generation Workplace, das heißt die neue IT, die uns hoffentlich bald erreicht oder zum Teil uns auch schon erreicht hat. Bei Bosch ist es so, dass Community Management, gerade das interne Community Management, sehr wichtig ist, weil wir wirklich versuchen, die Art der Zusammenarbeit bei uns im Konzern, aber auch in der Business Unit oder im Geschäftsbereich Dieselsysteme massiv zu verändern. Wir haben wirklich Probleme mit den Silos, in denen die Leute sitzen. Wir haben 50.000 Leute weltweit, die hauptsächlich per E-Mail miteinander kommunizieren und sich austauschen. Und das ist einfach nicht effizient. Das heißt, wir haben 2012 ein Social Intranet oder eine Social Collaboration Plattform installiert. Wir arbeiten mit IBM Connections und haben dort relativ schnell festgestellt, dass sich die Komponente Community wirklich hervorragend eignet, um zusammenzuarbeiten. Dass es aber ohne Community Management sehr, sehr schwierig ist, das auch zielgerichtet und effizient zu tun. Bei uns das Hauptanliegen ist das Enabling der Leute, dass die wirklich in der Lage sind, so ein System effizient zu nutzen und auch ein bisschen Spaß dabei zu haben und auch wirklich verstehen, worum es da geht. Und das machen bei uns die Community Manager.
Jetzt ist der Bosch in Sachen Fokus auf community-basierte Zusammenarbeit relativ alleine da draußen. Die anderen Großunternehmen haben zwar mittlerweile alle irgendwie Enterprise 2.0 Softwarelösungen, fokussieren aber nicht so stark auf diesem Community-Ansatz. Und als dann die Idee kam, einen Bench-Learning-Austausch zu veranstalten, haben wir natürlich uns sehr gefreut, um die Möglichkeit zu haben, mal bei anderen Konzernen zu schauen, wie macht ihr das eigentlich? Wir haben gute Erfahrungen gemacht mit Benchmark. Das machen wir regelmäßig zu allen möglichen Themen. Wir hatten, ich glaube, jetzt gerade der letzte Benchmark-Austausch war zum Thema Enabling-Konzept im Social Business. Das heißt, wie sieht eigentlich unsere Enabling-Palette aus? Wir haben aber noch nie an einem Bench-Learning-Prozess teilgenommen. Und für uns der große Mehrwert war, das ist ein sehr, sehr lang angelegter Prozess. Wir haben uns über 10 Monate hinweg 4-mal getroffen und auch permanent dazwischen ausgetauscht. Wir haben dafür unsere cloud-basierte IBM Connections-Lösung nutzen können und benutzt und haben, das heißt, auch zwischen den Meetings permanent Kontakt und Austausch gehabt, um weiter an den Themen zu arbeiten. Das heißt, über 10 Monate hinweg konnten wir uns mit 8 Großunternehmen austauschen und wirklich schauen, wie machen die das denn? Wir treffen uns regelmäßig auf Konferenzen, sehen schöne bunte Bilder und tolle Slides und denken, oh wow, wie die das machen, das ist ehrlich beeindruckend. Aber wirklich mal in die Systeme auch reinzuschauen und wirklich sich mal anzuschauen, wie konkret machen die das? Was funktioniert nicht? Was haben die anderen Konzerne an Good Practice Beispielen? Wovon können wir was lernen? Wie machen die das? Wie definieren die überhaupt Community Management? Das waren alles Themen, die wir in diesen 10 Monaten nicht nur gemeinsam erarbeitet haben, sondern wirklich sehen konnten, wie die anderen das machen. Und das war für uns hochgradig spannend. Wir kriegen immer mal wieder gesagt, wir sind ein bisschen weiter vorn. Ich habe in vielen Stellen nicht das Gefühl, dass es so ist. Wir haben in diesen Workshop-Sessions am Nachmittag so lange und so intensiv uns ausgetauscht, zum Beispiel, was so ein Profil für so einen Community-Manager einfach ausmacht, dass sogar wir immer wieder neue Dinge einfach mitgenommen haben und das hochproduktiv war. Was es natürlich hervorragend unterstützt war, ohne jetzt so viel Werbung machen zu wollen, war im Endeffekt die Arbeit der Cognion. Die haben uns die gesamte Organisation abgenommen, weil mit den Firmen gemeinsame Termine zu finden, ist nicht ganz einfach. Und mit den Firmen sich 1,5 Tage irgendwo zu treffen, den Vorabend noch zu nutzen, um interessante Vorträge zu hören, die zu dem Thema passen, von Unternehmen, die vielleicht sogar im Umfeld angesiedelt sind. Bei dem Bosch-Besuch hatten wir die Festo zu Gast. Das hätten wir organisatorisch niemals stemmen können, weil wir arbeiten operativ jeden Tag im Tagesgeschäft und das wäre ein Zusatzaufwand gewesen, da hätte ich mich direkt zurückziehen müssen. Das kann man nicht stemmen. Das ist einfach schwierig zu organisieren und kostet unheimlich viel Zeit. Und wenn man dazu noch sieht, was die Literaturrecherche hergegeben hat, was nicht einfach ist, weil zum Thema internes Community Management gibt es sehr, sehr wenig. Externes Community Management ist mittlerweile kalter Kaffee, das Internet ist voll davon. Aber zum Thema internes Community Management, also das, was ein Großkonzern damit wirklich anfangen kann, da gibt es im Internet fast gar nichts. Und durch die hervorragende Recherchearbeit von Benedikt sind wir immer wieder an Quellen gelangt, wo ich gesagt habe, super, wo hat er das denn herbekommen? Das war wirklich sehr, sehr wertvoll für uns. Wir haben nach relativ kurzer Diskussion entschieden, wir führen das weiter fort, einfach weil das Thema Community Management sehr viel komplexer ist, als man das vielleicht von Anfang an vermutet. Ich bin sehr froh, dass wir das im nächsten Jahr noch weitermachen, um einfach weitere Themen noch zusammen erarbeiten zu können. Ich genieße das, auf der operativen Arbeitsebene mich mit den anderen Firmen auszutauschen und wirklich die Möglichkeit zu haben, einfach rauszufinden, wie machen die das, uns damit zu vergleichen, aber vor allen Dingen die Dinge, die bei anderen gut laufen, für uns adaptieren und kopieren zu können. Das heißt, ich muss das Rad nicht immer permanent alleine und neu erfinden, sondern ich kann nehmen, was da ist, ich kann das adaptieren und kann so dafür sorgen, dass wir auch sehr viel schneller unterwegs sein können, als wir das alleine je hinbekommen hätten. Deshalb vielen Dank auch an Simon da hinten, dass wir dabei sein dürfen. Wir sind sehr, sehr stolz, Teil von dem Bench Learning gewesen zu sein. Und ich hoffe, ich konnte Ihnen aus unserer Perspektive ein paar Einblicke geben, warum das für uns wirklich so wertvoll war. Danke. Kleiner Tabubruch, ich werde Sie nicht mehr sitzen, hab's getestet, ist relativ ineffizient. Macht meine Chefin sehr gerne. Wir sitzen uns beim Vornamen. Das ist vollkommen absurd, verstehe ich nicht. Was Katharina gerade gesagt hat, trifft vollkommen zu. Ich brauche mal kurz die Fernbedienung.
Es war eine fantastische Erfahrung. Nachdem wir das gerade gehört haben, merke ich auch, dass es eine relativ ähnliche Erfahrung ist wie während des Bench Learnings. Es bleibt nicht mehr so viel zu sagen, weil viel gesagt worden ist. Deswegen will ich auch gerne ein Plädoyer fürs Bench Learning an sich auch halten. Gerade weil der Bosch sehr weit ist. Der Bosch ist sehr weit und für uns auch als Teilnehmer, wir hatten vor, viel zu lernen. Der Fokus lag da auch auf dem Lernen. Und für uns auch sehr vorteilhaft, weil wir tatsächlich auch sehen wollten, was machen andere. Nicht nur, um die Unterschiede zu erkennen, sondern tatsächlich auch zu sehen, was können wir daraus lernen, was können wir anwenden. Stichwort Best Practices. Haben dann gemerkt, Best Practices funktionieren nicht, wenn man das 1:1 anwendet. Best Practices funktionieren generell nicht. Das ist eine fantastische Inspiration. Man kann das tatsächlich dann nutzen und herausfinden, was funktioniert bei denen, warum. Man kann die Unterschiede dann verstehen. Das ist nämlich beim Benchmarking auch ein Defizit. Man kann tatsächlich überhaupt nicht verstehen, warum die Unterschiede da sind. So kann man tatsächlich sehr, sehr tief eintauchen in das, was passiert ist. Und die Grundvoraussetzung dafür, das haben wir auch da gemerkt, das haben wir alle gemerkt, das habt ihr vielleicht gerade gemerkt, ist auch die Haltung von den jeweiligen teilnehmenden Personen. Man braucht sehr viel Transparenz und man braucht Vertrauen dabei. Transparenz natürlich gerade zwischen so großen Unternehmen, die teilweise ja auch in Konkurrenz stehen, wenn man das so sagen kann, ich glaube ja, ist gar nicht so einfach. Hat sich herausgestellt, direkt schon beim ersten Treffen wurde nicht viel darüber gesprochen. Von allen Teilnehmern, die von Anfang an dabei waren, es wurden keine NDAs unterschrieben, von vorne bis hinten in dem Fall. Es wurde sehr, sehr offen darüber kommuniziert, was passiert gerade, warum hat das funktioniert, was für Leute haben wir, was für eine Kultur herrscht letzten Endes bei uns. Und erst so konnten wir das Ganze auch dann anwenden, bei uns austesten. Wir haben sehr, sehr viel Material gehabt, danke euch auch nochmal dabei, mit dem wir uns befassen konnten. Wir konnten sehr, sehr viele Studien dazu lesen, Zahlen, Umfragen. Gab ja auch vor 2 Jahren mal eine Umfrage auch unter deutschen Mitarbeitern, was die Bedenken sind bei der Nutzung von sozialen Tools. Waren tolle Bedenken, die man sehen konnte, haben wir dann bei uns auch getestet. Hat überhaupt nicht zugetroffen in dem Fall, musste man einfach mal selbst herausfinden. Bei uns im Unternehmen zum Beispiel, größtes Bedenken bei der Nutzung von sozialen Tools, wahrgenommene Ausprägung der Hierarchie. Ist bei der Deutschen Post vielleicht sehr, sehr überraschend, aber tatsächlich dann auch anwendbar gewesen, auch nutzbar gewesen, einfach das zu wissen. Wir haben dann einfach mal nachgefragt, was sind denn die Faktoren für die Nutzung, für positive Nutzung von sozialen Tools, von denen, die es tatsächlich nutzen, anstatt von denen, die es nicht nutzen. Haben dann herausgefunden, dass es nicht das Gegenteil davon ist, sondern tatsächlich Hedonik. Leute müssen Spaß haben dabei. Auch Dinge, die wir auch von euch gelernt haben unter anderem. Die Leute müssen tatsächlich dazu gebracht werden, Spaß an dem Ganzen zu haben. Obwohl wir wussten, die Faktoren, die die Leute davon abgehalten haben, es zu nutzen, waren komplett andere. Dinge, die wir eben mitgenommen haben. Auch sehr wichtig, wie gesagt, die Zusammenarbeit unter uns. Ja, das ist ein Bild jetzt von unserem Abschlussworkshop in Nürnberg. Wir haben sehr, sehr offen diskutiert, wirklich dann auch sehr, sehr präzise dementsprechend Dinge auseinandergenommen. Und dabei war es eben tatsächlich wichtig, dass wir einen sehr guten Arbeitsmodus gefunden haben. Das ist wirklich mein Plädoyer für die Methode Bench Learning, herauszufinden, auch wie nicht nur innerhalb eines Unternehmens, sondern auch zwischen Unternehmen zusammengearbeitet werden kann. Wie kann man tatsächlich mit viel Transparenz, mit viel Vertrauen auch gemeinsam ein Ziel haben. Das ist das Wichtigste hier. Und das ist auch das, was ich damit meine, wenn ich sage, positive Interdependenz. Es geht nämlich es ist kooperatives Lernen. Und es funktioniert nur dann, es ist nur dann effektiv, wenn man tatsächlich eine gemeinsame Mission hat, ein gemeinsames Ziel. Und das war für uns dann tatsächlich, das haben wir auch gerade gehört, Community Management nach vorne zu bringen als eine Art von Arbeiten, die auch tatsächlich parallel zu dem funktioniert, was wir momentan haben. Es ist kein Ersatz dafür in dem Sinne. Und das ist das, was uns alle nach vorne gebracht haben. Wir haben sehr, sehr viel Neugier gehabt, alle in uns drin. Wir wollten wissen, was passiert, wir wollten es verstehen, wir wollen es nach vorne bringen und das kam auch aus der Gruppe heraus, dass wir jetzt mit der Cognion auch das weiterführen wollen. Insofern ist das auch nochmal ein Aufruf an alle, das mal auszuprobieren. Nicht auszudenken, was passieren würde, wenn so viele große Unternehmen tatsächlich mal sich an ihre Company Visions, an ihre Unternehmenswerte halten würden und sagen, wir wollen tatsächlich zu der Welt beitragen. Und ich glaube, das funktioniert hier mit den Leuten, die daran teilgenommen haben, sehr, sehr gut und hat auch tatsächlich sehr gute Ergebnisse gebracht. Das kann man alles sehr schön nachlesen in unserem Bench Learning Bericht und wir sind auch alle sehr gerne bereit, darüber zu sprechen, wenn ihr auf uns zukommt. Dankeschön. Ja, vielen Dank an euch drei. Auf jeden Fall ein tolles Plädoyer für diese Methode und für diese Austauschgruppe. Gibt es jetzt Fragen aus der großen Runde? Darf ich das Mikrofon irgendwo hinreichen? Eine zögernde Hand. Ich
Ich habe so viele Fragen, da muss ich überlegen, welche ich zuerst stelle. Aber wir haben ja nachher noch Kaffeepause. Genau. Also ich finde das Projekt klasse. Ja, wir haben auch überlegt, teilzunehmen, aber wir sind leider noch nicht so weit. Achso, Hans-Jürgen Sturm, Amadeus IT Group. Da auch im Bereich Collaboration Management, aber mehr auf der technischen Seite. Deswegen haben wir auch hier in Deutschland entschieden, dass wir nicht dran teilnehmen, weil meine Kolleginnen, die sich mehr mit Change und Community Management auseinandersetzen, die sitzen nicht in Deutschland, die sitzen in Madrid und in Frankreich. Extrem interessant, was mich interessieren würde, und es wird ja mehrfach angesprochen, tolle Arbeitsatmosphäre, ihr habt super zusammengearbeitet, Transparenz, Vertrauen war da. Hat das jetzt geklappt, weil ihr zusammenarbeiten konntet? War das irgendwie ein Thema? Also war das überhaupt kein Thema bei euch in den Firmen, dass ihr gesagt habt, wow, wir öffnen uns jetzt zu anderen Firmen, sind das nicht irgendwie kritische Sachen, ist das nicht irgendwie heikel, wenn wir das tun? Oder war es mehr der Ansatz, hier, lass uns mal ausprobieren, wir machen das jetzt mal und funktioniert schon, ja, auf Vertrauensebene? Also es gab natürlich jede Menge Diskussionen im Vorfeld, ob wir das machen wollen. Zumal die Continental da dabei war und Bosch und Continental mit VW zusammen an einem Tisch ist interessant auf unserer Ebene. Ja. Da treffen sich normalerweise wirklich entweder die Sales-Verantwortlichen oder die Geschäftsführer, aber nicht diejenigen, die operativ tatsächlich arbeiten. Wir haben es relativ hitzig diskutiert, wir haben natürlich auch diskutiert, ob wir NDAs brauchen. Was aber relativ schnell klar wurde und was ich mit großem Glück einfach erlebt habe, ist, wir haben gesagt, wir möchten über die Methode Community Management reden. Das heißt, wie geht das? Wie mache ich das? Welche Fähigkeiten brauche ich da? Was sind Mechanismen, die da wirken? Das heißt, der eigentliche Inhalt der Community haben wir nie drüber geredet, obwohl ich unsere Communities öfter mal am Screen hatte, um zu zeigen, wie wir was machen. Es hat nie jemand eine Frage konkret zum Inhalt gestellt. Das heißt, welche Projektzahlen gibt es denn da jetzt? Das war nicht interessant, weil sich interessanterweise alle nur für das Thema Community Management interessiert haben. Ich glaube, so gut geklappt hat es, weil wir alle Community Manager sind. Das heißt, wir diese Fähigkeiten, Transparenz, Offenheit, Teilen, Wissen teilen, dadurch Wissen vermehren, auf andere zugehen, Netzwerken, Menschen zusammenbringen, weil das eine Fähigkeit ist, die wir alle haben und uns alle verbindet, weil wir sind einfach, wir machen operativ Community Management, alle, wie wir daran teilgenommen haben. Ansonsten hatten wir, dadurch, dass wir uns immer schon am Vornachmittag getroffen haben und auch interessante Ausflüge hatten, also ich erinnere mich immer noch gerne an das bei VW, wir hatten eine Werksführung, wir konnten wirklich sehen, wie die ihre Autos zusammenbauen. Das verbindet natürlich. Und abends an der Bar, ich glaube schon bei Audi an der Bar, das verbindet einfach. Also ich glaube, es ist, warum das so gut funktioniert hat, für mich aus meiner Perspektive, ist wirklich, es hat wirklich alles gepasst. Es hat menschlich gut gepasst, das Thema war spannend, wir haben alle einen großen Nutzen daran, uns auszutauschen zu dem Thema. Wir haben uns überhaupt nicht für Firmeninhalte wirklich interessiert, sondern wirklich nur um die Frage gedreht, wie macht ihr das? Und wir hatten natürlich auch immer ein tolles Ambiente, gute Verpflegung und gutes Rahmenprogramm. Dankeschön. Ich könnte auch nicht so viel dazu noch hinzufügen, aber ich kann 100% zustimmen. Auf der einen Seite, was wir auch uns gefragt haben im Rahmen dieses Projekts, wie funktioniert Erfolgsmessung? Wie können wir zum Beispiel argumentieren, Zielgruppe Executives Management? Und da müssen wir quasi beweisen, was für einen Impact das Ganze hat. Wenn man das schon bewiesen hätte, hätte das Ganze vielleicht von der Prämisse her ein bisschen anders ausgegeben, muss man ganz geradeaus so sagen. Vielleicht hätte man dann vorher doch eben NDAs unterschreiben müssen, weil man jetzt das Gefühl hat, es zahlt auf unsere Geschäftsergebnisse ein. Das ist die erste, aber das zweite, viel, viel wichtiger, tatsächlich gemeinsame Mission, dass wir wirklich Community Management auch etablieren wollen, professionalisieren wollen in dem Fall. Das funktioniert eben nur, wenn man sich anschaut, was andere machen, davon lernt und auch sehr, sehr tief eintaucht. Danke. Gibt es noch mehr Fragen? Hallo, mein Name ist Susanne Watzinger von der Audi AG. Ich hätte eine Frage. Ich bin seit circa Mitte 2013 bei der Audi AG und war vorher bei Bosch, auch in Stuttgart. Und ich muss ehrlich gestehen, als ich da weg bin, war das Thema Community, glaube ich, noch gar nicht so ein Thema. Und was ich jetzt sehr faszinierend finde, wie habt ihr in 2 Jahren es geschafft, dieses Riesenunternehmen mit 300.000 Mitarbeitern auf dieses Thema so zu bringen, dass ihr jetzt oder zu dem Zeitpunkt führend wart und es kaum jemand gab, der so weit schon war.
weil ich denke, wir bei Audi, wir sind nicht ganz so groß, aber es ist einfach schwer, die Leute mitzunehmen. Und die Frage, wie habt ihr das geschafft und war das auch ein großer Punkt in diesem Projekt? Also schade, dass Sie Bosch verlassen haben. Vielleicht können wir da nochmal drüber reden. gut, das Zentralprojekt für die Einführung von Enterprise 2.0 wurde 2012 gegründet. Wir haben das ganze Jahr im Endeffekt pilotiert und sind im September 2012 live gegangen. Das heißt, wir haben die Tore aufgemacht für alle, die mitmachen wollten. Wir haben sehr, sehr schnell natürlich die Early Adapter an Bord bekommen, einfach weil die fasziniert von neuen Themen sind. Und wir sind jetzt dran, die kritische Masse, also die Late Follower im Endeffekt mitzunehmen. Ich würde auch nicht sagen, dass wir alle an Bord haben. Ich glaube, wir haben gute, gesunde 60-70% derjenigen, die Zugriff haben können, haben wir an Bord und die nutzen das auch, die nutzen das tatsächlich auf einer sehr regelmäßigen Basis. Also ich glaube, täglich sind 50.000 bis 55.000 Leute aktiv mit dem Tagesgeschäft beschäftigt auf Connect. Ich glaube, die Leute, die sich für Wandel interessieren, die Leute, die gerne offen kommunizieren, und das sind nicht unbedingt die Gen Y, wie man das so oft hört, Leute, die gerne Wissen teilen, die haben überhaupt gar keine große Not auf so einem System. Schwierig sind einfach die Leute, die sehr kritisch dem gegenüberstehen, und da ist das Einzige, was hilft, sie persönlich abzuholen und sie mitzunehmen. Und wir arbeiten hier, glaube ich, alle mit Erfolgsgeschichten, immer wieder einfach Beispiele zeigen von Communities, von Einzelpersonen, wie machen die das, was bringt ihnen das, wie gehen die damit um? Was für Ängste, Sorgen, Nöten hatten sie am Anfang? Was ist davon übrig geblieben nach vielleicht 2-3 Monaten? Und diese Geschichten permanent immer und immer wieder zu erzählen. Wir fokussieren deshalb so stark auf Community Management, weil wir die Leute auf so einem System nicht alleine lassen können. Die verirren sich oder das entgleitet einem relativ schnell. Was wir wirklich wollten, war die Zusammenarbeit der Boschler intern verändern, damit wir nach extern hin natürlich anders agieren können und uns auch anders aufstellen können. Und wenn man ihnen klar einfach zeigt, was man mit so einer Community machen kann, und deshalb fokussieren wir so stark darauf, einfach weil es einfach ist, es greifbar zu machen, konnten wir einfach, denke ich, eine gute Geschichte erzählen, die viele Leute erreicht hat, und wir haben schnelle Erfolgserlebnisse liefern können, die uns bis hierher gebracht haben. Ja. Und man braucht Leute wie Katha, das darf man aber nicht vergessen. Dann hätte ich auch noch eine Frage, vielleicht an Fi. Du hast gesagt, ihr habt irgendwie verschiedene wirklich Erfolgsgeschichten jetzt schon eigentlich einbauen können. Ihr habt euch beim Bosch was abgeguckt. Könntest du da ein ganz konkretes Beispiel nennen, was ihr jetzt aus dem Benchlearning-Projekt vielleicht vom Bosch oder von anderen gelernt habt und dann auch wirklich bei euch umgesetzt habt? Ja, generell gelernt, nicht nur von Bosch, sondern auch von vielen anderen, die teilgenommen haben. Holger von VW zum Beispiel auch hier. Ist vor allen Dingen, wie man das Ganze angeht. Letzten Endes sind das alles Macher. Wir können viel darüber Theorien verfassen, wir können darüber reden. Letzten Endes haben die Leute es einfach ausprobiert und auch Lust darauf gehabt, auszuprobieren. Es gibt ja dieses Silicon Valley-Mantra, fail fast, fail often. So ähnlich ist es. Man probiert es aus, schaut, was hat nicht geklappt, warum hat es nicht geklappt, probiert weiter. Und ein Beispiel, was wir jetzt auch mit Hilfe von diesem Benchmarking-Projekt, auch wenn es darum ging, Überzeugungsarbeit zu leisten, ist. Im Januar zum Beispiel werden wir mit unserem CEO der Freight-Division, unsere Frachtdivision dementsprechend, ein Ask-Me-Anything-Format machen, wo er für eine halbe Stunde live in unserem sozialen Netzwerk auf Yammer in dem Fall Fragen beantwortet. Ja, von Mitarbeitern, sowohl die bei uns die Wissensarbeiter sind, aber wir werden auch die Möglichkeit geben, für die tatsächlichen Leute, die das Geschäft reinbringen, die uns bezahlen, die da draußen in den LKWs sitzen, auch die Möglichkeit geben, per App dann live sich da quasi dazuzuschalten und dann Fragen zu stellen. Es geht also auch darum, zu überzeugen, auch Management einfach mal auszuprobieren, anstatt zu sagen, da muss man jetzt durch eine Prozessschleife durchlaufen, da muss man jetzt sehr, sehr viel abstimmen lassen, sondern einfach direkt zum CEO gegangen und mal gefragt, und er hat gesagt, das machen wir. Also dann, das funktioniert dann auch, das werden wir jetzt auch testen, und dann auch, was viel, viel wichtiger ist, als es nur zu testen, wir werden Feedback geben. Wir werden es zurücklaufen lassen in diese Gruppe, um mal zu sagen, das hat funktioniert, danke euch, und wir wollen auch erzählen, warum es funktioniert hat. Wir werden dann knappe, idealerweise alle 13.000 Leute mitnehmen, die dort arbeiten, und sehen und auch zeigen, was es heißt, tatsächlich eben über Hierarchien hinweg dann miteinander zu kommunizieren. Wunderbar, dann nochmal ein herzliches Dankeschön an die Gruppe vom Benchlearning.